wir auf jeden Fall einen guten, harten, aber auch fairen Kampf sehen werden. Ja, definitiv. Ich meine, gerade Naomi Mann, das ist ja für harte Kämpfe bekannt. Ihre Gegnerin darf sich heute vielleicht den ersten Step setzen, um sich einen ähnlichen Ruf zu erarbeiten. Und ich meine, was gibt's für ein schöneres Event als dieses, um genau das zu tun? Genau, wir befinden uns in der Gewichtsklasse Welterweight. Das heißt, die beiden Frauen sind unter 67 Kilo schwer. Ja, das darf ein ordentlich guter Kampf werden. Die Gegnerin in der roten Ecke ist 29 Jahre alt. Ihr Kampfrekord: 8 Kämpfe, 6 Siege, davon 4 durch Knockout aus Deutschland. Naomi Mannes! Naomi Mannes sieht so ein bisschen aus, wie man sich eine Kämpferin vorstellt. Ja, aber schau mal, sie hat hier irgendwie ihre Thai-Box-Hose an. Das Modell habe ich auch schon öfter im Boxen gesehen. Oh, okay. Aber ja, vielleicht ist da auch ein kleiner Kickbox-Hintergrund mit dabei. Hat einen wirklich bösen Blick drauf. Das haben aber beide Frauen. Beide sehen auf jeden Fall sehr entschlossen aus. Und jetzt starten wir hier rein. Mannes sucht hier erstmal die Führhand. Oh, Selay will hier direkt. Geht direkt rein. Hart durchgehen. Hier sieht man vielleicht auch ein bisschen den Erfahrungsunterschied. Mannes tastet sich erstmal mit der linken ran. Selay will direkt mit der Brechstange durch. Das kann beides aber auch sehr gut funktionieren. Ja, genau. 4x2 Minuten ist zwar kürzer als die anderen Runden, aber dennoch nicht zu unterschätzen. Besonders wenn man ein solches Tempo fährt. Oh, ich erinnere mich noch zu gut, wie ich in einem Amateurkampf damals gedacht habe, 3x2 Minuten, ganz, ganz easy. Und auf einmal kriegt man in Mitte der zweiten Runde keine Luft mehr und steht ganz schön blöd da. Absolut. Ah, schöne Schwinger. Uppercut. Oh, Mannes versucht hier gut zu kontern. Selay geht ihr da gerade noch ein bisschen zu sehr hinterher. Da kann Mannes ihre Erfahrung einfach noch ein bisschen spielen lassen. Hat jetzt die Aussage gewechselt. Boah, das genutzt, um hier eine harte Linke reinzubringen. Selay drückt sich da in den Clinch. Ja, Selay ja auch ein bisschen... Schon ein gutes Stück kleiner. Ein bisschen kleiner, genau. Die muss da natürlich ein bisschen näher reingehen. Und Mannes macht das gut. Immer wenn Selay zu sehr rein will, feuert sie entweder den Jab oder diesen linken Konterhaken und geht zu ihrer Linken raus. Ja, Selay hält aber auch, sieht man, definitiv mehr Deckung oben. Selay hier mit ordentlicher Fanbase. Ja, die albanische Kämpferin wird hier bei den Fists of Fire natürlich lautstark angefeuert. Auf dem Papier ist hier definitiv der Underdog. Das muss man sagen. Aber sie hat sich gute Unterstützung mitgebracht. So, letzte 10 Sekunden der ersten Runde. Ja, schöne Philly Shell hier. Das war was für zwei unterschiedliche Frauen. Ja, aber ich fand eine sehr ereignisreiche erste Runde. Eine also sehr, sehr schöne wirklich erste Runde. Wirklich, beide haben ausgepackt, niemand hat sich zurückgehalten. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man 4 statt 6 oder 8 Runden kämpft. Es kommt nicht zu diesen 2 Runden, wo man sich erstmal abrastet. Ja. Man gibt von Anfang an Gas, weil man kann es sich nicht leisten, hier 2 Runden zu verlieren. Das geht nicht. Ja, wir haben es hier auch schon so ein bisschen in der Vorbereitung tatsächlich gesehen. Sie sind schon ordentlich, haben schon ordentlich Gas gegeben auch am Anfang. Ja. Die wussten, dass sie sofort hier ordentlich starten müssen. Also da war nichts mit kurzer Vorbereitung und ja, ich tasse mich dann in den Kampf rein. Da wird von Anfang bis Ende durchgebrochen. Gerade Selay, Elsidita, die mag es mit ein bisschen Gewalt. Also die geht rein und die schlägt da mit Dampf drauf. Die sucht sich keine Decision. Die will dich einfach nur ausnocken. Die möchte dich ausnocken, auf jeden Fall. Das merkt man. Sie sieht aber auch wirklich sehr stark aus. Also da wird ordentlich Wumms dahinter sein. Ja, Naomi Mannes, nicht ganz so breit, dafür länger. Mhm. Normalerweise sagt man im Boxen, der etwas längere Bau hat leichte Vorteile, wobei es da auch wieder viele Ausnahmen gibt. Ja, kommt natürlich ganz darauf an, wie gut du deinen Stil beherrschst. Oh, jetzt... Also da sieht man, Naomi Mann ist einfach super erfahren. Da hat die Selay ein bisschen was abbekommen.
Was Naomi Mann es sehr schön macht, sind diese Steps nach links und rechts. Das hat sie gerade auch am Ende vom Clinch gemacht, um dann wieder Schläge reinzubringen. Ja, sie wechselt auch sehr schön tatsächlich immer mal wieder die Auslage. Also Naomi Mann ist hier... Man merkt, dass sie sehr erfahren ist. Weniger Brechstange, deutlich mehr Erfahrung und viele kleine technischen Tricks. Und da ist viel Finesse dahinter. Da sieht man auch einfach schon ihre Erfahrung. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass Selay irgendwie hier hauchgroß unterlegen ist. Nein, Elsie Dieter Selay muss sich hier keinesfalls verstecken. Nee, auf keinen Fall. Also der Stil ist ein anderer, aber... Aber sie packt hier ordentlich aus. Und sie ist bisher 90% des Kampfes nach vorne gegangen. Es gibt viele Judges, die bewerten das verdammt stark. Und man darf auch nicht vergessen, die Fanbase, die sie hier hat, die sind jetzt beide Treffer nicht so laut, wie sie sein könnten. Ich habe schon Kämpfe gesehen, die habe ich live anders gewertet, als ich sie später auf dem Video gewertet habe. Weil letztendlich die Fanrufe ein doch so ein kleines bisschen mitbewegen. Wenn die Fans lauter als schreien, dann denkt man, es war ein größerer Treffer, auch wenn er das nicht unbedingt war. Schöne Aktion hier wieder von Mannes. Ja, hier Selay im Clinch weiterarbeitend. Ja, Selay will sich ja auch immer kaum lösen lassen. Sie will natürlich nicht wieder in diese lange Distanz, natürlich, wo die Chaps und linken Haken von Mannes treffen. Sie möchte in der Nähe bleiben. Mannes dagegen möchte genau das Gegenteil. So, Runde vorbei. Und da sieht man auch, die beiden Frauen schenken sich keine Sekunde. Auf keinen Fall. Da wird geschlagen, bis der Referee dazwischen steht. Bin ich sehr froh, kein Referee zu sein heute. Ja, aber da haben sie auf jeden Fall wieder ordentlich aufgedreht, hier auch in der zweiten Runde. Boah, schöne Aktion. Das war eine schöne Links-Rechts von Selay, aber hat knapp verfehlt. Mannes gut gekontert. Mannes gut und punktuell gekontert. Also die Schläge von Mannes, die sitzen. Und wir hatten es gerade eben schon mit Lucy Ismaili. Was für ein schöner Stil. Also wenn ich das jetzt für jeden Anfänger im Boxen, der sich das anguckt, da sind viele kleine technische Finessen drin, die muss man sich einfach abgucken. Also diese Sidesteps hier jetzt von Naomi Mannes, die sind wunderschön. Diese Auslagenwechsel, wie sie mit diesen Auslagenwechsel auch baitet, um die Gegnerin in ihre Schlaghand zu ziehen. Oh. Ah, hier, Selay geht wieder offensiv vor. Die schöne Fußarbeit von Mannes. Kriegt aber auch Konter von Mannes auf jeden Fall. Die ist natürlich nichts mehr wert. Sobald Mannes in der Ecke steht. Da kann sie ihre Fußarbeit nicht mehr benutzen. Mannes hier sehr unzufrieden mit den Treffern nach dem Eingreifen des Refs. Ich glaube, Selay ist hier so tief drin, die hat da gar keinen Kopf mehr für. Die will sich fetzen. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Jetzt Mannes auch mal sehr offensiv. Und Mannes kann auch hier mit aus beiden Auslagen schön feuern. Und weiß hier auch. Sehr viel im Clinch. Ja, solange. Jetzt wird es ein bisschen zäh. Ja. Mannes schubst den Referee ein bisschen weg. Wollte hier natürlich ihre Gegnerin keinen für sie ungünstigen Winkel geben. Mannes darf hier auf keinen Fall nach links vorne zirkeln. Damit würde sie genau in die Schlaghand von Selay reingehen. In diese Schlaghand. Und da steckt einiges an Dampf dahinter. Ja. Und diese Schlaghand ist definitiv auch Elsie Dieter Selays beste Waffe. Also, dass sie diesen Kampf heute mit einem Jab gewinnt, nee. Aber mit dieser krachenden Overhand, da könnte sie Mannes jederzeit runterschicken. Ja, und man sieht auch, Mannes hat ordentlich Respekt vor diesen harten Schwingern. Sie bleibt auf Distanz, sie geht auch mal ein bisschen zurück. Aber trotzdem teilt sie immer noch gut aus. Diese Führhandhaken von Mannes und wie sie die mit den Auslagenwechseln verbindet, das ist wirklich schön. Wirklich sehr schön. Also, die Frau weiß auch einfach, dass man die beiden Auslagen nicht gleich kämpft. So, jetzt hier wieder letzte 10 Sekunden. Mannes dreht nochmal richtig auf. Oh, hat hier wieder schön rechter Haken zum linken Haken gewechselt. Die zwei schenken sich wirklich keine Sekunde. Mannes hier nicht begeistert mit der Clincharbeit von Selay. Und um Gottes Willen, das kann man hier nicht übel nehmen. Ich nehme es Selay aber genauso wenig übel, hier ein bisschen im Gefecht mitzufeuern. Das Dirty Boxing gehört halt doch auch zum Boxen. So, 3 Runden sind vorbei, Adrian. Wie schätzt du die Lage ein? Boah, das... Also ich sehe Mannes vorne. Mhm.
Ich würde es keinem Referee allzu übel nehmen, wenn er Selay vorne sieht. Ja, auf jeden Fall. Die zwei boxen hier wirklich sehr schön auf Augenhöhe. Aber auch wenn ich Mannes ein kleines bisschen präziser sehe, sie hat ein bisschen mehr punktuelle Akzente, die sie setzt. Ja. Und diese Schläge im Clinch, diese Patscher, die darf man nicht als volle Treffer werten. Das wäre einfach absurd. Ja. So ein schöner rechter Konterhaken, der ist einfach mehr wert. Auf jeden Fall. Jetzt hier letzte Runde. Jetzt zählt es. Aber es war jetzt auch keine Runde so unfassbar klasse. Und alle waren so... Selay dreht richtig auf. Ja, alle waren Mannes so immer so ein bisschen vorne. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, diese Runde, die muss dahin. Und da... Selay dreht jetzt nochmal komplett auf, holt alles raus, was sie hat. Die will es wissen. Die ist hier lautstark angefeuert. Natürlich. Man würde beide wollen gewinnen. Man würde zwar sagen, Lokalmatadorin müsste hier doch Naomi Mannes sein, aber... Elsidita Selay hat hier einiges an Unterstützung aus Albanien dabei. Die albanischen Boxer heute natürlich sehr stark vertreten und da waren gute Treffer drin. Sehr gute Treffer, wie sie nach vorne marschiert ist und weiter. Ah, das war jetzt ein bisschen... Und Die Fans sind begeistert. Ja, Selay ist nicht so begeistert vom Ref. Oh, die rechte war gerade hart drin. Hast du gesehen, wie der Kiefer... zu Selays Rechten raus ist. Wow. Naomi Mann ist immer noch sehr präzise. Gerade eben in diesem Clinch wirkte sie fast ein bisschen desorientiert, aber das war wohl eher Abneigung dem Clinch gegenüber. Jetzt wieder sehr präzise geschlagen. Ja, sieht jetzt auch wirklich gerade sehr emotional aus, muss ich sagen. Also beide sind, glaube ich, so ein bisschen angestachelt. Für die letzten 30 Sekunden dürfen sie das auch gerne sein. Das dürfen sie definitiv sein. Das ist kein 10-Runden-Kampf. Das macht den Kampf umso spannender. Ja, das ist kein 10-Runden-Kampf, wo man sich pacen muss. Die beiden haben noch eine halbe Minute. Rein, hart, klar, halt nicht deine Deckung ewig unten und mach eine komplette Schlägerei. Aber geh rein und triff hart. Geh rein und triff hart. So, letzte 10 Sekunden. Mannes holt jetzt auch nochmal alles raus. Und Selay ihre Schwinger. Ah, oh, da war doch schon die Klingel. Da hat sich der Ref auch... für einen kurzen Moment nicht getraut, dazwischen zu gehen. Selay hebt hier die Hände als Siegerin. Ein wirklich sehr starker Kampf. Also man hat gemerkt, beide wollten definitiv den Sieg. Also sie ihn verdenken? Sie haben beide hier alles rausgeholt. Die letzte Runde, die letzte Runde war bei Selay. Oh, hast du diesen rechten Haken gesehen? Ja, absolut. Der war so ein bisschen versteckt, den konnte man ganz leicht übersehen. Aber man ist sehr präzise. Auch da wieder dieser linke Haken. Also diese Konterhaken von Mannes. So richtig kleine Sneaky-Dinger reingezogen. Immer wieder. Wie hast du den Kampf gewertet? Boah, ich find's schwierig. Jetzt mit der letzten Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang habe ich auch Mannes definitiv vorne gesehen. Sie hat einfach sehr, sehr schön gearbeitet. Hier besonders mit ihren Konterhaken. Sehr schön punktuell, sehr schön getänzelt. Ja. Aber jetzt hier Selay, wie sie in der letzten Runde aufgedreht hat, das war schon nochmal sehr beeindruckend. Ich schätze mal, dass Mannes diesen Kampf dennoch 3-1 von den Runden her gewinnt. Die letzte war bei Elsidita Selay. Aber schön versöhnt. Es ist Kampfsport. Im Ring dürfen die Emotionen gerne noch mal ein bisschen hochkochen. Solange man da nicht so hart fährt, alles gut. Das offizielle Urteil lautet unentschieden. Sehr interessant. Kann man sehr gut hinkommen. Die letzte Runde war bei Elsidita Selay. Die Selay scheint nicht zufrieden zu sein. Oh, also da muss ich sagen, wenn hier eine unzufriedener sein könnte, wäre das eher Naomi Mannes. Ich könnte gut sehen, dass sie die ersten 3 Runden gewonnen hat. Ja. Die erste wird bei Elsidita Selay gewesen sein, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. So muss es gewesen sein, damit da... Ja, also die zweite und die dritte da war schon Mannes, die dominant war.